Stream von Assassin's Creed Unity. So, jetzt mache ich mal weiter hier ein paar Story Missions. Oh Mann, wie lange dauert der Transport? Lutz, es gibt auch Rätsel. Geht gleich weiter. Nicht.
Ja. Los, haut ab! Du Lacker! Der Fluch der Bergzieger! Ich kriege dich! Bleib stehen und kämpf! Sei dein Mann! Hallo und willkommen beim Stream. Kann mir einer erklären, was für ein Rätsel die hier meinen? Ja, Xavier, das Spiel spackt rum, aber so schlimm finde ich es bisher nicht. Okay, es ist nervtötend manchmal. Da gehe ich mal hin. Das Vivo. Glaub ja.
Verdammt, wo ist das zweite Rätsel? Ja, das stimmt, Sabira. Da gebe ich dir recht. Saint-Chapelle. Da. Ich verstehe es nicht. Ach Mist! Naja, nicht wirklich, Sabira. Das Spiel macht mordsgeilen Spaß. Aber egal, ich muss mal kurz zum Kühlschrank. Bis gleich. So, wieder da. Ah, tut das gut zu trinken. Oh, schön kalt. So, das Rätsel. Wie soll ich das Rätsel lösen, wenn ich nicht weiß, was damit gemeint wird? Verdammt. Na, es läuft hier sonst noch ganz okay. Verdammt, wo soll ich jetzt hin, ey? Ach egal, das Rätsel lasse ich jetzt einfach laut sausen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich mache später die Rätsel erst. Ich habe keinen Bock drauf, da mehr den Kopf zu zerbrechen, weil man die Rätsel sowieso nicht lösen kann, wirklich.
fehlt ja. Ist doch normal bei den Kalibern. Der Meister will das sehen. Mach es dir doch selbst. Was? Hey, Schatz, hilf mir. Wenn ihr dem Kult von Baphomet beitreten wollt, müsst ihr zwei heilige Kelche aus der Kathedrale Notre Dame stehlen und zu mir bringen. Okay. Das wird Spaß jetzt, die Nachricht zu bauen. Alles normal, das machen sie meistens so, Xaviera. Warum nicht? Die haben mir so viel getan. Die greifen mich immer an. Perfekt. Wie, das ist alles? Geil. Geil. Der. Haha.
ich hab's geklaut, die merken es nicht mal. Scheiße. Ihr habt hier nichts zu schaffen. Geht weiter. An mir kommt keiner vorbei. Fuck. Du hast hier Urlaub genommen wegen Assassin's Creed. Gibt es keine freundliche Begrüßung? Verpisst euch! Na, jetzt reicht's mir. Leg dich lieber nicht mit mir an, Junge. Tretet beiseite, Bürger. Für euch gibt es hier nichts zu sehen. Noch einen muss ich holen. Wieso muss ich mich noch einen holen? Verdammt. Naja, Xavira, wenn er so macht, dann macht er es eben so, ne? Mir tun schon vom Hinsehen alle Knochen weh. Bye bye, Lutz. Ich rede mit dir, du Knecht. Hirn, du merkst jetzt, was ich meine mit wiederholen, oder? Ja, sorry, das schnell gesagt. Weißt du, wie oft das bei mir vorkommt, dass ich schnell sage und du immer, ich hab nicht verstanden und jeder andere versteht es, nur du nicht? Und schwer vom Begriff, man merkt's. Immer diese Ausreden. Naja, Xavira, sie ist jedem selber überlassen, ne? Also sollst du sie fallen lassen, Idiot. Was macht der blöde Idiot? Du sollst da runter, du Idiot! Du sollst nicht da rumstehen! Alter, ist der schwer vom Begriff, ey! Nicht dahin, du sollst runter! Alter! Boah, Alter, zum Kotzen, ey! Ja, hast ja recht, Xavira, hast ja recht.
sagte, ich will alles Geld, was du hast. Wie du ein Traum, oh, jetzt ist es weg. Je ne m'attendais pas. Je me méfierais de cet homme. Il m'a pincé la ligne, oui, mais... Ma mère n'a rien à voir. Franchement, je t'en peux comment, du coup. Gut gemacht. Ihr seid nun ein Anhänger von Baphomet. Kommt zu unserem Ritual. Die Losung lautet, der Vater des Verstehens. So. Oh mein Gott, ey. Könnte man das alles mal ausblenden? Du merkst, dass es ihn nicht wirklich interessiert. Ich bin Madame Tussaud. Ich fertige Wachsfiguren und Totenmasken. Ich versprach der Versammlung, Masken von berühmten Opfern der Guillotine anzufertigen. Es ist grausam. Doch nur so konnte ich aus dem Gefängnis freikommen. Und nun hat jemand die Köpfe gestohlen, die man mir gab. Könnt ihr sie bitte wiederfinden? Ja, ist ja recht. Eigentlich bin ich ja ganz freundlich. Normalerweise. Aber bloß wenn einer sich so dumm anstellt, müsste ich, da kriege ich nur die Krise. Sie schickte mir diesen Brief. Gerüchten zufolge wollte ein Soldat, der Sir Chapelle bewachte, den Kopf von Olympe de Gouges. Er war ein stiller Verehrer von ihr. Der Richter vom Palais de Justice, der Jacques Hébert verurteilt hat, wollte anscheinend seinen Kopf als Trophäe. Ja, mich. Du kennst ja Mystik. Und der bringt einen sehr schnell zur Weißflut, weil, so verblödet ist. Jemand muss ihn aufhalten! Er hat uns meinen Laden geklaut! Habt ihr gesehen, wo er hin ist? Stoppt ihn! Warum hilft mir keiner? Oh, par le ciel, je vous en conjure. Ja, genau, so ist es bei ihm. Thank you.
ich rede mit dir, Xavira. Thank you.
alle tot. Ich bin gekommen. So. Der Sack. Ah, endlich. Nennt sich eine Pussy. Aber die meisten sind leider so von der Rasse. Das ist nicht schwer. Holt er sich die Knarre kurz? Man kennt doch den Witz. Mit, Probleme und so weiter. Ne? Hab ich ja immer erzählt, ne? Das ist auch die Antwort. Gut. Und diese Lüppel, seid doch alle gleich. Voilà, wir haben Gesellschaft. So schnell bist du nicht. Get up. Okay, get up.
Verdammt, du sollst da reingehen, du Penner. Zweiter Schädel. Perfekt. Hab's geschafft. Ich krieg dich sowieso. Bei den schlechten Jobs brauchst du kein Führungszeugnis. Such mal eine Arbeit als Lagerarbeiter. Sag mir, wen du bist. Wenn du Vorstrafe hast, dann kannst du nur sagen, scheiße, ich bin tot. Wir müssen Bomben anlegen, das ist unsere Pflicht. Als Deutsche. Nee, Spaß. Nun kann ich die Totenmasken machen. Oh, in was für einer Welt wir leben. Na, viel Spaß beim Knochenbrechen. Nein, Alter, wie oft noch? Der hört schon wieder nicht zu, ne?
ihr? Zum dritten Mal diesen Monat. Ich brauche Essen. Ihr müsst mich füttern. Passt doch. Schnauze! Was wollt ihr? Viele Delikte zurzeit. Braucht ihr Hilfe? Ich habe alles unter Kontrolle. Ich danke euch vielmals. Ha! Was ist mit all den Morden, die ihr nie aufklärt? Ich sagte Schnauze, W-Doc. Überlegt doch. Er hat die Arbeit, ihr die Lorbeeren. Ich sag euch was. Klärt einen Mord auf, dann werde ich euch eine Waffe schenken. Bis dahin habe ich jedenfalls Besseres zu tun. Oh. Hey! Ich kenne die Straßen. Ich kann euch helfen. Warum solltest du? Weil dieses stinkende, faule Schwein von einem Polizeiminister keinen stinkenden, faulen Finger rührt, um selbst einem Gauner wie mir die Hoffnung zu geben, dass diese Stadt irgendwann nicht mehr so ein Drecksloch ist wie jetzt. Und weil mir sterbenslangweilig ist. Oh, um Gottes Willen, schweig doch, W-Doc. Okay. Mönche waren mir immer schon unheimlich. Abgeschottet in riesigen Gebäuden. Damit kommt nicht jeder zurecht. Seht euch doch das Kloster hier auf der Insel mal genauer an. Gaspillez ici son énergie. Vous ne pouvez ni fuir ni vous cacher. Ça, ça sent les ennuis. Fähigkeiten. Schleichen, oder? Immer noch 3, Alter. Ah!
Bruder Stanislas, Bernard und sogar der geschätzte Bruder Benoit. Und dann Bruder Jean, alle tot. Das begreife ich alles nicht. Drei Mönche sind noch am Leben. Gott sei Dank. Aber ich wage es kaum. Ist es möglich, dass der Mörder einer von ihnen ist? Ach, Unsinn. Wer unter ihnen sollte zu so etwas fähig sein? Noch ihn. Und ihn. Es ist so viel geschehen. Erst der Tod der älteren Mönche. Bruder Jean servierte ihnen Wein, dann wurden sie sehr müde. Sie gingen zu Bett und wir konnten sie nicht mehr wecken. Ich lief zum Doktor. Und als ich zurückkam, was fand ich vor? Sie waren alle tot. Und nun Bruder Jean, erdrosselt an seinem Pult. Ich sah einen Mönch dort drüben, der ein Feuer machte. Ein Feuer, hier im Weingarten. Nun, ich rief, er soll verschwinden, dann lief er davon. Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen, beten und tun unser Bestes. Wir erkennen kleine Hinweise, wie etwa in den Schriften der Propheten. Ich glaube, Nostradamus ist ein solcher. Der letzte Hinweis fehlt. Bruder Honoré macht mir Sorgen. Er und Bruder Jean standen sich sehr nah. Ich fürchte, der Mord an Jean nagt sehr an seinem Verstand. Na toll. Thank you.
ist jetzt wer? Wer ist denn jetzt wer? Toll, wenn ich weiß, wer ist, dann kann ich auch keinen beschuldigen. Sie sehr müde. Sie gingen zu Bett und wir konnten sie nicht mehr wecken. Bruder Honoré macht mir Sorgen. Er und Bruder Jean standen sich sehr nahe. Ich fürchte, der Mord an Jean nagt sehr an seinem Verstand. Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen und beten und tun unser Bestes. Wir erkennen kleine Hinweise, wie etwa in den Schriften der Propheten. Ich glaube, den Verschwörern verhieß man den Tod im Schlaf. Jean war Opfer eines Brudermords. Ist es Mord, des Schicksals Bote zu sein? Oh Mann. Ich hoffe, ich habe den richtigen erwischt. Versuchst du gerade auch einen Mord aufzuklären? Alles bewahrheitet sich, ich sag's euch. Selbst dies. Er ist doch nicht ganz bei Trost. Verhaftet den Irren, in 9 von 10 Fällen war er es. Bedient euch. Cool. Geil. Ich habe gerade gleich beim ersten Anhieb gleich den richtigen Mörder gefunden. Zwielichtige Gestalten in dem Fall, hm? Finde ich gut. Nee, ich habe eben gerade einen Mörder auffinden müssen. Ich muss die Hinweise richtig deuten. Ich hatte 3 Verdächtige. Ich muss ihn richtig deuten. Wenn ich da einen Fehler mache, ja, dann habe ich Pech. Ja, ich muss die Hinweise mit dem Adlerauge suchen. Und dann richtig die Hinweise lesen. Wenn du die Hinweise nicht richtig liest, hast du Pech. Irgend so eine mit einer Lupe. Ja, Morduntersuchung. Dafür habe ich ihn gerade einen Holzhammer gekriegt. 1250 irgendwas und ja. Also richtig schön viel. Halt, Dieb! Hey, hey! Ich wurde beklaut! Dieb! Jemand muss ihn aufhalten! Hab ihn! Welche Frage, Arno? Ich zermahl deinen Rücken zu Staub, bitte! 1980 dazu gekriegt! Wir stehen für die freien Bürger Frankreichs! Du stehst für den Verfluch! Halt ihr denn da? Aufhören! Du verstehst mich doch nicht! Das ist nicht so gut! Der Mann, der mich denunzierte, ist zornig, weil ich der Guillotine entkam.
Er will mich bei meinem Geschäft verhaften lassen. Ich traue mich nicht dorthin. Könnt ihr in meinem Geschäft nachsehen, ob die Angestellten in Sicherheit sind? Und bitte erledigt diesen grausamen Mann. Geduld! Die Alte taucht schon noch auf. Verbrüdert sich mit Aristokraten und macht dann ihre Totenmasken. Bald wird sie auch eine brauchen. Wann kommt sie zurück? Stehen bleiben! Ich bin an eurer Seite. Ja, Jungs. Ein tollwütiger Hund weniger. Ein übereifrig. Oh Mann, das wird ja noch lustig hier. Also ich muss sagen, Nebenmissionen sind jetzt beim neuen Assassin's Creed ja noch viel, viel mehr geworden. Komm sofort zurück! Ich mache alle Nebenmissionen aus. Bevor ich nicht alle Nebenmissionen fertig habe, mache ich die Hauptmission, die anderen Missionen nicht. So denke ich zumindest. Aber na gut, in den anderen Gebieten kann man es nicht machen, solange man nicht passende Ausrüstung hat. Ne? Ja, die kriegt man nicht am Laufen. Verdammt nochmal! Die wird uns diese Wachsfiguren sind Abbilder von Feinden der Revolution. Haltet euch fern, euer Listenstatuen! Du landest auf der Guillotine, bleib raus! Das sind Denkmäler für alle! Verdammter Narr! Du kannst ja nicht einfach tun, wie es dir beliebt! Ja, ich kann tun, was mir beliebt. Wenn ich nicht erwischt werde, und das ist ja hier der Fall. Und schon wieder Belohnungen. Willkommen beim Stream. Das ist schon 3 Sterne, das ist auch 3 Sterne. Das ist 4 Sterne, das ist 1 Stern. Gibt es da eine Mission? Ja. Was ist das denn? Schnellreise. Okay. Ist da eine Mission? 2 Stück sogar. Perfekt. Okay, also erstmal. Oh, halt, da ist ja auch noch eine. Getotet. Was für ein Deutsch. Alter, du musst echt mal Deutsch lernen. Da spricht ja meine Großmutter besser als du. Und die ist tot.
lange dauert es noch? Nein, okay. Scheiße. Das war ein Fehler. Herzog, hast du das Spiel jetzt geholt oder was? Lol. Na dann, na dann. Kann ich euch behilflich sein? Was ist das für ein Ort? Ein Weg zum Sanktuarium. Nicht so protzig wie der Eingang zur St. Chapelle, doch dafür gehört es uns. Es war Teil unseres Spionagenetzwerks. Aber im Moment sind es harte Zeiten. Wie kann ich helfen? Ich halte auch schon nach allen Gelegenheiten, die sich ergeben mögen. Vielleicht solltet ihr auch mit dem Verwalter darüber sprechen, das Gebäude zu renovieren. Ich bin aber zurzeit alles andere als flüssig. Alle Einnahmen des Cafés gehören euch und ihr könnt damit tun, was ihr wollt. Das Geld wird in einer Truhe im Arbeitszimmer hinterlegt. Und je mehr ihr hier verbessert, desto mehr Einnahmen. Genau. Ihr werdet feststellen, dass die Expansion in andere Bezirke ebenfalls Gewinne abwirft. Merci. Ah. So ist das leider. Ein paar royalistische Fanatiker, genannt Les Actes des Apôtres, sind dabei, Bücher zu verbrennen. Viele seltene Manuskripte sind in Gefahr. Trefft meinen Kontakt auf Astrophil und rettet, was ihr könnt. Wir werden Ihnen hier ein schönes Heim.
600 Meter werde ich mal doch bestimmt nicht schwimmen, also bin ich bekloppt. Ja, beides Assassin's Creed auch erstmal zu Ende. Da muss ich erstmal ein bisschen Destiny machen, aber streame ich natürlich nicht mehr. Zumindest erstmal. nicht wirklich. Die Steuerung ist hier ganz, ganz anders. Haben sie alles verändert. Parieren kenne ich eigentlich immer RT gedrückt halten und so weiter und so fort mit B drücken. Jetzt ist nur noch B drücken. Dass ihr hier seid. Sie haben den Großteil von Monsieur de Champs Bibliothek verbrannt. Bitte, rettet, was ihr könnt. Danke fürs Geld, du Arsch. 2045. Komm her! Ich zerquetsche dich wie eine Kartoffel! Hey! Rückgratloses Schaf, ich werde dich scheren, mit Haut und Haaren. Hey, richtig gehört, ich rede mit dir, Dummkopf. Fertig. Warum so schüchtern? Ich will dich nur verprügeln! Ich hab mich jetzt schon wieder gesehen. Ah, jetzt reicht's mir nicht. Wenn ich gefährlich bin, bist du dümmer als ein Besoffener. Es gibt keinen Schatz für Leute wie dich in der Richtung.
dass er nicht zurück hat, kann er nicht bleiben. Das war's für dich. Und jetzt zum vergnüglichen Teil. Okay. Alle gut. Sehr, sehr viele. Dann schauen wir mal, was können wir hier noch machen. Was kaufen. Keine Ahnung, achte nicht drauf. Genau. Ich habe schon alle Gebiete fertig, außer die, wo es eben nur mit der Story geht. Seid hier. Ich wusste, dass ich lege Tarot für mächtige Freunde. Einige glauben, ich beeinflusse sie und wollen mir Böses. Ah, ich habe meine Feinde gesehen. Im Traum. Kommt mit mir. Ich spüre es, wenn sie wesend sind. Oh, Scheiße. Bürger lebt nicht mehr lange. Was? Oh, Bürgerin, ich spüre, dass euer Göttergatte eine Affäre hat. Entschuldigung, bitte. In meinem Traum kam einer der Mörder vom Land. Ah, ja, eine Art Bauer.
Er ist gefährlich. Ich spüre eine böse Präsenz. Ja, er ist hier in der Nähe. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist er. Äußerst effizient. Ich spüre, dass es bald regnet. Die falsche Nonne verhauen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ein Soldat. Er will mich töten. Sucht einen Mann in Uniform. Eine Stimme flüstert mir zu. Ein Mann, hey, du Trottel. Mit düsterem Absichten ist östlich von hier. Oder wartet, Osten. Schwing dein Arsch, du Hurensohn. Du Narr, sicher du Arsch. Ich noch nicht weiß, wie ich dich umlegen will. Nein, du hast gehört mir! Leg dich um! Ich zeige dich auf! Der da, genau wie in meinem Traum. Ins Jenseits befördert. Ich habe das Gefühl, ein Mann aus dem Juristenstand will mir etwas antun. Ein Anwalt. Oh, ich spüre einen Mann, der zu unaussprechlicher Gewalt fähig ist. Hier jemand mit mörderischen Absichten herum. Dort! Nun singt er im Chor der Unsichtbaren. Ja, kann man. Hey, Arno. Und mit üblem Charakter. Ich sehe ihn vor meinen Augen. Ein Ganove, ein Bandit. Was ist denn das denn? Komm schon. Okay.
sind alle so Kinder. Die Welt. So sogar noch. Genau an dieser Stelle. Vielleicht als nächstes nach deinem Kopf. Oh, das hier, Dres, oder? Ah, der Mann aus meinem Traum. Gottverdammt, endlich fertig. Ich danke euch, mein Freund. Kommt zu mir und ich lege euch das Tarot. Ihr habt eine interessante Zukunft. Da bin ich sicher. Ja, da eine Macke. Eure Rückkehr voraus. Nicht die schon wieder. Tretet muss das her. Sein? Ich muss euch etwas sagen. Die Karten, das Kreuz und die Dame beziehen sich auf Notre Dame. Die Mönche setzen das religiöse Thema fort. Und diese Karte, es scheint mir klar zu sein, dass ein Mönchsorden nach mystischer Macht strebt. Sie hoffen, Nicolas Flamels Wasser des Lebens in seinem seit langer Zeit verschollenen Laboratorium irgendwo hier in Paris zu finden. Diese Karte, der Schlüssel. Sie haben einen Teil des Mechanismus gefunden, der Flamels Tür öffnet. Ihr müsst zu Notre Dame und diesen Mechanismus an euch nehmen. Gott, ja, da deucht ne Knall. Oh, 3565 habe ich jetzt schon. Von Nicolas Flamel in der Hoffnung auf Führung. Nicolas Flamel. Nicolas Flamel. Oh, Schutzpatron. Garde! Il y a un détrousseur ici! Brüder, ich habe.
habe den Teil des Mechanismus bei mir. Kein Sterbenswort zu irgendwem. Es besteht Lebensgefahr. Weder Templer noch Assassinen dürfen davon erfahren. Ich muss widersprechen. Hey, wovor hast du Angst? Ich habe bisher nur ein paar hundert Narren getötet, du Narr! Du Depp, ich brauch keinen Hallo, um mit deinesgleichen fertig zu werden. Ich leg dich selbst um! Nein, ich bin nicht länger weg, habe lieber meine eigene Hand. Dieses rostige Stück Metall muss Teil des Mechanismus sein, von dem man selbst über den Mond gesprochen hat. Koordiniert? Leute, ich habe ihn gerade Erfolg gekriegt. Ich habe jemanden guillotiniert. Xbox andocken Erfolge. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe jemanden guillotiniert. War so ähnlich. Gab es gerade einen Erfolg? 20 Gamescore. Sag jetzt nicht, musste jemanden da zerquetschen mit so einem Gewicht. Das habe ich dann eben gerade aus Versehen gemacht, nämlich. Ein Gegner mit dem Gegengewicht eines Aufzugs töten. Okay. Hat sie erledigt. Habe ich gerade per Zufall gemacht. Schloss geknackt. So ist das Leben manchmal. Und, hast du schon Sequenz 2 erreicht? Ah, ich mach jetzt. Ich mach gleich Destiny weiter. Ich mach gleich erstmal Destiny weiter. Ich will auf der Stelle mit euch sprechen. Ah, perfekt, dann müsst ihr ja gleich haben. Nachdem du bei den Assassinen... Oh mein Gott, ey, Entschuldigung. Ja, ich frag mich gerade, wie du darauf gekommen bist. Also, wie kommst du auf so einen Scheiß? Also, nee, verstehe ich nicht. Wenn man auf so einen Müll kommen kann. Ah, ihr habt einen Teil des Mechanismus beschafft. Das wusste ich bereits. Behaltet ihn. Ihr seid es, der das Geheimnis lüften wird. Schön, dass ich es lüften werde. Eine Zeit lang. Scheiße. Mein Controller ist gleich leer. Sauerei. Warum so eilig? Ich würde dir gern die Scheiße aus dem Leib prügeln. Luft,
Monopoly! Renovier! So, jetzt habe ich ein Café renoviert. So, kriegst du so eine Kette, so richtig aus Metall und alles. Ah, ist die dann von You? Glaube ich ja nicht. Alter, die Alte geht mir weit auf den Sack. Beste Grüße an die Hölle. Was soll der Lärm? Ich glaube, der Akku ist jetzt echt ganz platt. Ja. Wie es aussieht schon. Hallo? Herzog? Ja? Hast du den Sky auch gerade so komisch gehört? Ja. Ja, der Akku. So, jetzt hört er mich wieder normal. Akku platt. Ja, akzeptieren. Ein Bekannter von mir, Denis Molinier, beschäftigt sich mit Alchemie. Ich vermute, dass er in Besitz des anderen Teils des fehlenden Mechanismus ist. Ich rate euch, zu seinem Haus auf der Île Saint-Louis zu gehen und es zu stehlen. Ja, stehlen! Was? Bist du jetzt nicht online? Das ist dein Problem, dass du nicht online bist. Ich bin nämlich auch nicht online. Ja, bravo, das ist gut. Bloß nicht spoilern, du A. Er spielt die Story ja hauptsächlich, ich mache aber die Nebenmission alle. Ne, ich mache alle. Außer natürlich die, die zu schwer sind. Die mache ich natürlich nicht, die mache ich ja später. Da muss ich erstmal das passende Level haben. Kommt oh, jetzt verstehe. Was gibt dir das? Wo ist der Kerl? Merci. Allez, Félicien. Seid besonders vorsichtig. Das zweite Element des Mechanismus wurde entdeckt. Jemand wird nach unserem Teil suchen. Da. An mir kommt die
Willst du Stadt von dem Kerl? Das ist ja lächerlich. Ich dachte, das kann ja schneller an jemand zur Polizei erlaubt. Rein. Ah, da komme ich rein. Also ich muss eine Etage höher, ich muss eine Etage tiefer. Nicht. Gut, perfekt. Ja, mit dem muss ich auch noch verlabern. Das ist schlecht. Super. Jetzt muss ich noch mal ganz unten. Oh, fuck, ey. Danke, Alter. Die lassen sich alles klauen. Dieses rostige Stück Metall muss Teil des Mechanismus sein, von dem Mademoiselle Lenormand gesprochen hat. Und das komplettiert den Mechanismus. So viel zu den Templern. Alter, so viele Truhen. Also morgen stehe ich, glaube ich, schon um 10 Uhr auf. Gehe heute um 4 Uhr ins Bett und stehe um 10 Uhr schon auf. Und dann geht's gleich weiter mit Assassin's Creed. Doch, gleich, in 8 Minuten. 2-3 Stunden Destiny, die täglichen Beutezüge fertig machen. Und dann vielleicht nochmal Assassin's Creed, mal sehen. Ja, ich find's ziemlich gut.
Der Koop-Modus finde ich schon allein geil, dass man da in der freien Welt rumlaufen kann. Ich dachte, das ist jetzt wieder so eine Scheiße, wo man jetzt wieder solche bestimmten Karten hat, wo man langlaufen darf. Dachte ich jetzt, ehrlich gesagt. Man sieht doch nicht. Ich level mich einfach. Geile Antwort, ne? Ah, so ist es leider. Ich level mich einfach. Des Apparats. Ihr habt die nötigen Elemente. Kommt zu mir, wenn ihr bereit seid, den letzten Schritt zu wagen. Ich sah eure Rückkehr voraus. Tretet näher. Ich muss euch etwas sagen. Oh Mann. Das ist die letzte Mission, die ich jetzt mache. Diese Karte hier, der Schlüssel. Und hier, die Sonne. Zusammen mit diesen Karten wird klar, dass viele Menschen nach Nicolas Flamels geheimem Laboratorium suchen, das seit Jahrhunderten verschollen ist. Seid ihr bereit? Meinen Respekt. Doch kann ich euch nicht helfen. Das Rätsel, Flamels Laboratorium zu finden, übersteigt meine Kräfte. Nur ihr könnt dieses Rätsel lösen. Ah, meine Intuition sagt mir, dass ihr es schaffen werdet. Was soll das jetzt heißen? Thank you.
los? Das ist die letzte Mission, die ich jetzt machen werde. Dann mache ich noch einen Stream am Schluss. Vielleicht auch nochmal später. Oh Mann. Scheiße, das wird dauern. Alter, wie viel noch? Ja, wieso? Ich lasse mich nicht beleidigen, bitte. Für die Revolution! Nach dem Töter! Ach, das bleibt nicht ungesühnt! Hä, ja, was so? Gar nicht. Das ist einfach nur Sammelding. Oups. Ich glaube, das war ich nicht.